Mein Name ist Jörg Angerer, ich bin 56 Jahre alt, fahre seit 23 Jahren LKW auf dem Bau und mache das verdammt gerne. Immer schön lächeln, meine Herren, gell? Morgen. Ich komme so in der Früh um 6:30 aufs Vertriebsgelände, mache mir Abfahrtskontrolle. Dann kommt der Chef, teilt ein, wer was wo macht, auf welcher Baustelle was zu tun ist. Egal ob Minibagger umsetzen oder Bauschutt fahren oder je nachdem. Ich habe mit 18 ganz normalen Autoführerschein gemacht und ich habe in einer Eisenwarenhandlung gelernt. Da war auch ein Kohlenhandel dabei. Ja, und schon habe ich mit dem 7,5 Tonner dann Kohlen ausgefahren am Freitag immer. Das waren so meine Anfänge LKW-Fahren. Kohlen ausfahren, Brikett schleppen, 160 Cent Brikett auf dem Rücken. Es war ein Knochenjob. Ich bin 1986 zur Bundeswehr und wo ich mich dann verpflichtet habe auf 8 Jahre, hieß dann auf einmal, ich muss LKW-Führerschein machen. Und da war ich nicht böse. Jetzt zum Sandladen und einen Auffüllkübel, aber den muss ich glaube erst freibuddeln, der steht hinten drin, oder? Das hier, das sind dann wieder die Herausforderungen, die wo jeden Tag anders sind. Das Schöne in so einer kleineren Baufirma, so wie hier, man ist der große Allrounder. Ich muss mit dem Bagger umgehen können, ich muss mit dem Radlader umgehen können. Ich bin Lagerist, ich muss Material aufladen, abladen, einlagern. Da müsst ihr halten. Gut. Ich muss Material auf die Baustelle bringen, ich muss auch mit dem Kran umgehen können. Und es war immer schon irgendwo ein Traum. Ich sag's immer, ein Tropfen Diesel muss man im Blut haben, dass es Spaß macht. Und es ist Arbeit, ja. Aber ich bin in gewissem Sinne mein eigener Chef. Ich habe meinen Spielraum. Und es ist in gewissem Sinne Erholung. Ich habe manchmal Pausenplätze, wo ich mich einfach hinstelle, Pause mache. Ich habe den schönsten Blick in die Landschaft wie hier. Man genießt es auch. Ich leiste was, ich schaffe was. Wenn ich auf der Baustelle fertig bin, weiß ich, da ist was geschafft worden. Entweder ich habe ein Loch gemacht, es ist die Baugrube ausgehoben oder ich habe Steine antransportiert oder sonstiges. Ich weiß am Abend, ich habe was geleistet. Ich brauche am Abend kein Fitnessstudio mehr. Es ist abwechslungsreich. Ich mache zwar jeden Tag irgendwie das Gleiche, aber es ist immer anders, es ist immer eine andere Herausforderung. Und das ist das, was meinen Beruf so interessant macht. Ich schimpfe auch mal, ja, scheiß Arbeit, wie es jeder tut. Aber im Großen und Ganzen macht es mir immer noch verdammt viel Spaß. Und so soll es doch sein mit der Arbeit, oder? Mein Name ist Jörg Angerer. Ich hoffe, ihr habt Bock auf den Bock. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.